Aber was heute kein Scheiß ist, ist Shovel Knight. Da gucken wir doch heute mal rein. Da bin ich mal gespannt. Eigentlich wäre ein Jan, haha, noch ein gutes Emote. Hier so, wenn ich einen schlechten Witz bringe, so ein Emote. Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr ein gutes Motiv habt für dieses Jan-Haha-Emote, dürft ihr es gerne in Ideen und Feedback auf Discord packen. Wir werden aber heute ein neues Spiel starten. Und zwar mit dem Spectre Knight. Inspector of Torment. Schnetzel dich durch die Vorgeschichte. Ich bin mal gespannt. Gib deinen Namen ein. Okay. Habe ich. Der hat aber auch so Energiepunkte, die sind komplett grün und auch so einen Ausdauerbalken. I don't know. Und der muss 100 Schädel sammeln. Okay. Dann schauen wir mal. Vor langer Zeit war das Land ungezähmt und die Heimat legendärer Abenteurer. Nichts drücken, okay. Doch obwohl Frieden herrscht, ist für manche die Freiheit nichts als eine längst verblichene Erinnerung. Spectre Knight, Diener der Verzauberin, wurde mit einer schändlichen Aufgabe betraut. Er soll eine Gruppe von Rittern anheuern und mit ihnen einen unbesiegbaren Orden begründen. Oh. Mit jedem weiteren Ordensritter wächst die Macht eines wertvollen Kleinods. Dieses Artefakt kann Spectre Knight seine menschliche Gestalt zurückgeben, doch nur, wenn er seine Aufgabe erfüllt. Oh. Nun verlässt er den Turm des Schicksals. Es wird Zeit, dass der Schnitter sich an sein grausiges Werk macht. Interessant. Schicker Hintergrund. Finsternis und Wille. Okay. Kann auch nur in eine Richtung. Kurios. Indeed. Das Kleinod-Amulett. Angeheuerte Ritter 0 von 8. Weckt Erinnerungen an die Vergangenheit und erinnert dich ständig an deine Zukunft. Und der Purpur-Umhang. Oh. Ich kann das Menü auf X öffnen. Das wusste ich gar nicht. Oh, wait. Er kann so ein bisschen an Wänden hochlaufen. Cool. Und hat Walljumps. Aber guck mal, der kann nur so an Steinwänden hochlaufen, nicht an Mooswänden. I see. So, hier hoch und dann dahin. Hier? Ja, guck mal, und das sind diese Schädel, die ich sammeln soll. Ah, der macht auch Sachen mit seinen Füßen kaputt. Okay. Interessant, dass sie so rot leuchten, wenn ich Schaden nehme. Oh. Interessant. Wenn ich da dran angreife, dann fliege ich da entlang. I see. So, und.
Das sieht ja stylisch aus. Wenn man da so entlang fliegt. So. Vor allem, wenn dann die ganze Zeit dieses... dazu mit drauffliegen, also diese kleine Homing-Attack, die sieht echt stylisch aus. Ob ich das aus der Luft heraus aktivieren kann? Muss man gleich nochmal genau anschauen. So. Ich finde den Walljumps auch cool, Hilfe. Und flop. Anscheinend aktiviert die sich wirklich aus der Luft. Also muss er auch Noten sammeln. Nee. Wow! Okay. Ich sollte aufpassen. Die Dinger ziehen mich ja wirklich auch teilweise zu sich. Selbst wenn ich das gar nicht möchte. Das ist gefährlich. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu nah an die Wände komme, wenn ich eigentlich keine Walljumps machen möchte. Und sobald ich einmal einen Gegner getroffen habe, kann ich ihn anhomen. Okay. Oder wenn er nah genug dran ist, wahrscheinlich. So. Jetzt hat sich mal nicht aktiviert, ne? Jetzt, wo ich dann das Ding dran fliegen wollte zum Homen, dann wollte das aber dafür mal nicht. Okay. Da haben die schon eine echt große Reichweite eigentlich. Okay, ich muss einfach nur wirklich einfach nur springen, dann mache ich meine Homing Attack. Was auch immer ich darauf sammle. Ups. Nehmen wir das nochmal. Ja, das ist wirklich einfach eine Homing Attack im Sprung. So, darf ich das jetzt nochmal? Jetzt reagiert er wieder. Oh. Seltsam. Mal geht's nicht. Aber Homing Attack ist auch cool. Nehme ich auch liebend gerne. Den jetzt gleich in der Luft einmal angreife. Ah, Moment, ich muss genau andersrum angreifen. So. Aha. Wie er da durchflitzt durch die Sachen. Das sieht richtig gut aus. Erstmal so eine Grippe bekommen als Stadthähnchen. So, so und da hoch. Oh ja. Also ich sehe schon, das wird wahrscheinlich echt knackig, damit hier rumzufliegen. Okay. Muss halt immer gucken, dass ich genau in die richtige Richtung fliege. Nein, 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 nein! Oh Gott. Ich hole mein Geld eben mal wieder. Wie komme ich da jetzt dran? Ich habe eine Idee. Ich warte, bis das wiederkommt. So. Wenigstens eine habe ich mir wieder geholt. Oh Gott. Ich muss echt mit den... sowohl mit den Walljumps als auch mit allen Moves hier echt aufpassen. Gehen sie weg. Ich bin ihr Herr und Meister.
Kann ich da hoch? Ah ja. Wait. Mal kurz zurück. Ich finde schon, er ist groß genug, der muss nicht in dieses das Ding extra rein. Der kann auch so einfach. So, was haben wir da? Irrlicht des Willens. Verlängert dein untotes Dasein durch mehr maximalen Willen. Ah, mehr Leben. Wobei, kann man bei einem Skelett noch von Leben reden? Oh ja. Oh, richtig. Stylisch. Ja, ich kann verstehen, was das war mit... Da müssen Speedruns ja echt geil aussehen. Vor allem so gegen Gegner zu kämpfen, ist ja richtig cool. Also erster Eindruck ist, macht richtig viel Spaß. So, und wieder zurück. Nein! Da habe ich die Höhe verkackt. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Und weg. Zack. Ich muss halt immer aufpassen, wo halt die Dinger sind halt für meine Homing. Nein! Ich hab's so früh gemacht. Schlecht. Jetzt habe ich mein ganzes Geld verloren. Und das Blöde ist, ich komme wahrscheinlich an das andere Geld auch gar nicht dran, weil es einfach viel zu niedrig ist. Gut, dass man sich dann nochmal retten kann, wenn ein Gegner in der Nähe ist. Ja, Rippgeld. Leider. So. Da komme ich da irgendwie noch dran. Zu greedy. Wobei, da wo das Geld jetzt ist, glaube ich, komme ich besser dran. Wenn ich mich nur ein bisschen fallen lasse. Aber die normalen Angriffe und die Homing-Angriffe scheinen etwa gleich stark zu sein. So. So. Ich falle eh nur wieder in den Tod, wenn ich das jetzt versuche. So. Wir werden sicher eh noch wieder mehr als genug Geld am Ende haben. Hatten wir doch jetzt immer eigentlich. So, wait. Ob da links noch was ist. Brigadius, danke für 26 Monate Treue. Super geil von dir. Ja, ich sehe es. Nice. Nein, 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 nein. Der Walljump mal wieder. Ich sehe schon, mich wird wahrscheinlich der ungewollte Wall oder Wall Run eher einfach am meisten töten. Oh Gott. Weil ich einfach ungewollt plötzlich eine Wand hochlaufe. Das wird mich wahrscheinlich mehr als oft genug noch killen. Ja. War so nicht geplant. Ich will mein Geld wieder haben. So. So. Und dann da hoch. Okay. Komm ich da hochgelaufen? Das
Ist hier der Checkpoint eigentlich? Ja. Ich hoffe, bis hier noch hinlaufen können. So, wer kommt als erster Boss? Ach ja, der Black Knight. Halt! Diese elendigen Lande sind nicht der Ort für Gewöhnliche. Kehr um, wer auch immer du sein magst. Na, ich bin wegen dir hier. Du wirst vor mir niederknien, vor der Verzauberin das Knie beugen und dich ihrem Orden anschließen. Deine scharfen Worte können gegen meine scharfen Schläge nichts ausrichten. Dich werde ich Demut lehren. Okay. Komm, Hörnchen, mein Panzerross. Was? Ach so. Kann ich dich nicht mit Homing Attacks einfach? Oh cool, ich hab ihn runtergeschlagen. Mach einfach die neue Challenge, der Boden ist Lava. Mal gucken, wie gut ich das hinbekomme. Wenn genug Gegner da sind, klappt das. Stylisch am Sensenspinning hier. Dieser Kampfstil. Ist das etwa Donovan? Aber dich hat doch der Turm geholt. Der Turm wird mit jedem Moment immer mächtiger. Die Verzauberin hat Pläne mit dir. Und sie wird dir gewähren, wonach du verlangst. Ich werde mich nicht vom rechten Wege abbringen lassen. Doch dass du hier vor mir stehst, bedeutet, dass noch Hoffnung besteht für die eine, die ich suche. Ich bin froh, dass du wohlauf bist, Donovan. Aber komm mir nicht zu nah. Der Donovan, den ich kannte, war gewiss schlau genug, um mich nicht weiter zu verfolgen. Okay. Nicht irgendwas? Also, da bist du ja wieder. Ich nehme an, Black Knight hatte sich an uns angeschlossen. Weder Worte noch Sense hatten eine Wirkung. Der Narbe steht auf irgendeiner witzlosen Mission. Ach, in der Tat, mir scheint, ich habe es hier nur mit Narren zu tun. War ich ein Narr, dass ich dir getraut habe? Lungere hier nicht länger herum und bete in deinem eigenen Interesse, dass die anderen weniger stur sind. Holt sofort die Ritter. Okay. Das sieht witzig aus hier. Meine Geliebte, meine Verlobte, mir bricht das Herz, denn ihr roter Schädel liegt am falschen Ort. Ach, konnte ich nur einmal noch ihr purpurnes Antlitz sehen. Solltest du einen roten Schädel finden oder sogar 100, so flehe ich dich an, bitte bringen sie mir alle. In einem früheren Leben habe ich mal Kurios gesammelt. Doch die würde ich alle hergeben, nur um meine Liebste wiederzusehen. Die würden dich doch sicher interessieren, oder? Ah. Eine Bumerangklinge entfesselt einen Nahkampfangriff und nimmt diesen Schädel, um Willen zurückzugewinnen. Ja, erstmal Heilung nehmen. Oh, dieses Kurio ist gut bewacht. Ich kann dich dorthin führen, doch du musst dich hier wieder da rauskämpfen. Okay. Wie es scheint, wurde dieser Ort mit einem Fluch belegt. Ich fürchte, deine Sense wird dir nichts nützen. Warum, fragst du? Bedauere, doch das ist ein uraltes Skelettgeheimnis. Wir gruppieren uns da vorne neu. Wähle deine Schritte mit Bedacht. Fliehe. Okay. Okay. Ach guck mal, die heilen mich. Ich sehe schon. Ich muss hier durch ohne Schaden zu nehmen. Ja, okay. Exzellent und los. Aber cool, jetzt muss man quasi für seine Sachen kämpfen. Dieses Kurio ist nicht bloß Tant. Setze es weise ein. Aber hey, ich habe ein bisschen Heilung gekriegt. Und die Bumerangklinge. Kann auf jeden Fall nicht schaden, so einen Fernangriff zu haben. Bullet Hell. So. Oh cool, macht guten Schaden. Flup. Ich finde schon, dass die Dinge einfach dauerhaft Magie spawnen, beziehungsweise Finsternis. Flup. So, exzellent und los.
Ich finde das sogar echt cool, dass man für seine Items nicht zwingend kämpfen muss, aber man bekommt damit so eine kleine Einführung, wie die Items funktionieren, zwangsweise. So, was haben wir hier? Diese Geschöpfe scharen sich um ein Gefäß, das mit einem Umhang verziert ist. Vielleicht bringe ich ein Opfer dar. 800 Gold opfern? Okay. Das Gefäß ist fast viel mehr als diese Almosen, doch es ist ein Anfang. Aha, was haben wir hier noch? Missy. Ach, hallo Specti, willkommen zurück. Solltest du mal eine Irrlichtglocke verpassen, kann ich ihren Inhalt hierher beschwören. Aber du weißt schon, Nachschub, ich brauche Gold. Ist nicht billig, ein Irrlicht zu beschwören, ob nur für den Willen oder für Finsternis. Ich habe nichts zu verkaufen, du bist ja so gewissenhaft, Specti, aber vielleicht kann ich ja doch helfen. Irrlichter der Finsternis sind im Uhrenturm, im Explodatorium und auf dem Lichthof. In jedem anderen neuen Ort findest du ein Irrlicht des Willens. Okay. Hier. Heil dir, Fürst Specter Knight, Ruhm der Verzauberin. Sie hat mir dieses dunkle Portal anvertraut. Geht hindurch und ihr werdet euer Ziel im Handumdrehen erreichen. Soll ich euch den Zauberspiegel zur Abreise vorbereiten? Jetzt nicht. Ich will mich noch umgucken. Was ist hier oben noch? Hier sind nämlich noch mehr Leute. Das ist eine Bar. Ich bin kraftlos. Oh, werde ich mal saftlos. Nun Witz. Weißt du, ich werde nicht auf Kundschaft warte. Hast du die Kundschaft? Nein. Was ist denn da oben noch? Hast du noch was zu sagen? Ach, du bist's! Ich habe dir vorhin gesehen, wie du dich durch die Ebene geschnitzelt hast. Wow! Ich gebe eine Runde Saft aus. Cool. Was haben wir hier noch? Geschöpfe scharen sich um ein Gefäß, das mit einem Curio verziert ist. Vergeudete Zeit, verschwendetes Geld. Ich kann es nicht glauben. Ich darf der Verzauberin dienen, wenn ich nur daran denke. Vielleicht sollte ich mir einen neuen Special Move überlegen, um mich von dem ganzen langweiligen Goldpanzer im Stolzmoor abzuheben. Jip, jip, miau. Der Thronfuchs. Okay. Kirito, danke für 5 Monate Treue. Ist super geil von dir. Heißt, wenn ich da quasi Geld gebe, kriege ich ein neues Curio eventuell. Und beim anderen da unten anscheinend einen neuen Umhang. Bringt das jetzt was? Das Gefäß ist fast voll. Gucken wir es nochmal. Okay. Was ist dein Begehr, du Scheusal? Wer bist du? Wir sind viele. Wir mögen dein Gold. Wir mögen deinen Umhang. Berühren. Neue Kräfte. Ja. Wir hüllen dich in Finsternis. Direkt den Shop gefunden. Umhang der Schonung. Im Tod hinterlässt du weniger Gold. Verbessert Umhang. Halte beim Landen unten gedrückt, um schneller über Oberflächen und Dornen zu gleiten. Okay. Halte zum Aufladen Y gedrückt und fest beim Loslassen einen mächtigen Sensenschlag. Zerstörte Kontrollpunkte verringern maximalen Willen, doch Angriffe sind stärker und du regenerierst Finsternis. Das ist wirklich riskant. Du siehst noch imposanter und schrecklicher denn je aus, aber ohne jede Wirkung. Also das hier finde ich cool, die Rutschrüstung. Okay. Was ist da unten eigentlich? Kann ich da rein? Nein. Dann spare ich erstmal mein Gold dafür auf. Das Teuerste bringt nichts. Natürlich nicht. So, dann möchte ich jetzt losgehen. Guck mal, da habe ich auch 10 von 10 bekommen und in jedem sind 10 Stück. Plus wahrscheinlich irgendwie noch ein Final Level. Wir nehmen Phantomschläger auf dem Lichthoch, Tinker Knight im Uhrenturm, King Knight im Burg Stolzmoor, Polar Knight im gestrandeten Schiff, Plague Knight im Explodatorium, Mole Knight in der verlorenen Stadt, Treasure Knight im Eisenwal und der Propeller Knight in der Flugmaschine. Info? Ich habe mal davon geträumt, an Bord einer Flugmaschine zu sein. Ah, okay, also nichts Interessantes. Ich würde aber sagen, wir fangen einfach links an. Das Ziel lautet der Lichthof, wirklich? Ja. Hier keine Map. Wir gehen einfach quasi von einem Punkt zum nächsten direkt. Bei? Kenne ich das Gebiet hier? Ja, die sind auch wieder sehr praktisch.
Und tschüss. So. Nope. Dann habe ich ja wunderschön in den Abgrund geworfen. Oh Gott. Kann ich die töten? Nein. Oh, nice. Und weg. Ich muss echt aufpassen bei den Gegnern, wie die. Wow. Wie die so zu mir stehen. Weil ich ja sonst dann in die falsche Richtung fliege. Okay. Ich habe ihm seinen Kopf weggehauen. Feels bad, man. Ah, die Musik ist auf jeden Fall weiterhin super gut. Habe ich gerade die verdorrte Karotte bekommen oder nicht? Nee. Nein! Ich muss echt mit diesen Homing-Attacken. Ich muss mit allen Attacken aufpassen. Sein ganzes Moveset ist einfach ultra gefährlich. Bin ich. Yikes. Kann ich da irgendwas machen? Ah ja, cool. No! Hilfe. GG, Dude. Aber gut, wenn du dich selbst ins Aus katapultieren möchtest. Der Lichthof ist aber neu, ne? Die Stage hier. Das ist ja keine bekannte Stage. Wunsches. Haben wir bekommen Schädel? Ja, ne? Nee, ich meine, dieser Bereich ist neu. Weil später ist er ja hier, aber. Dieser bekannte Bereich kommt mir zumindest nicht so groß bekannt vor. Deswegen die Idee halt, dass es neu ist. Kommen Sie zurück.